Im Folgenden kommt gleich mal eine kleine Demonstration von einem Gleichstrommotor mit Bürsten, welcher mit Pulsweitenmodulation und Frequenzsteuerung angetrieben wird. Ne? Also haben wir dann so ein Kästchen sozusagen und mit einem Potti kann man dann vom Output her die Pulsweite ändern. Ne? Die Pulsweite ist, wie lange hier der Puls eingeschalten bleibt. Hier ist er länger eingeschalten, hier ist er kürzer eingeschalten. Und mit dem zweiten Rädchen kann man dann die Frequenz, ne? Wie viele Pulse innerhalb einer bestimmten Zeit draufgegeben werden. Ja, das sind eigentlich dann im Folgenden die zwei Rädchen, an denen der René dann immer dran rumdreht. Und was jetzt im Folgenden gezeigt wird, ist eigentlich erstmal nichts weiter. Was passiert, wenn der Bürstenmotor mit Freilaufdiode betrieben wird? Ne, das hier ist, die heißt auch noch Freilaufdiode, ne? Das ist eigentlich ja, ganz bekannt. Und was einmal passiert, wenn er ohne Freilaufdiode betrieben wird? Jetzt haben wir, ist aber online. Wir haben jetzt 1 Ampere und haben die Pulssteuerung mit zwischen den Gleichstrommotor gesetzt. Kann man das jetzt so ausdrücken, ja, ne? Das ist korrekt. Dann haben wir hier noch eine Freilaufdiode. Die ist ganz wichtig. Direkt an den Eingang, also über die Batterie gemacht. Und dann zieht er, wenn er so schnell läuft, wie er jetzt läuft, 1,1 Ampere oder 1 Ampere. Na, sagen wir 1,1 Ampere. So, und jetzt entfernen wir die Diode mal. So, das ist jetzt der normale Betrieb, wie der Motor normal laufen würde. Ohne Pulssteuerung, ne? Und da dreht er langsamer und zieht auch 1,3 Ampere. Jetzt kommt die Freilaufdiode wieder ran. Und diese auch Leistung hier drüber, hier siehst du es blitzen. Frequenz und Pulsweite einstellen. Ja, aber gibt es da eine Kapazitätsgrenze? Also ich weiß nicht, wie weit es geht, oder ist das dann jetzt so eine Unbegrenzung, wenn man da an den einzelnen Dingen oder kann das Ding dann auch drin geschossen? Man kann es richtig aufdrehen dann. Wenn man hier richtig Eingangsspannung hat, kann man es richtig aufdrehen. Na, irgendwann ist natürlich eine Grenze. Ne? Ja. Ja, jetzt war er da, ja. Was drüber über die Diode. Zurück rein. Drei. Was? 0,8. Ja, hab ich auch. Das geht noch. Jetzt. So, er dreht nicht. An der Frequenz wird schon draufgegeben. Ja? Genau. Jetzt gehen wir mal die Freilaufdiode mit ran. Das ist jetzt die Freilaufdiode hier. Ungefähr 1 Ampere, ne? Zieht's jetzt. Ja, genau. Freilaufdiode kommt ran. Jetzt dreht er und 0,6 Ampere. So viel dazu, ne? Das wollte ich damit sagen. Es kann auch so gehen. Das ist jetzt ein ideales Verhältnis, das merkst du ja, ne? Das ist eindeutig. Das ideale Verhältnis zwischen Pulsweite, Volt, ist natürlich, ne, je mehr Volt, desto besser, ne? Ja, dann wird es noch besser, ne? Du kannst ja noch richtig hochdrehen und trotzdem nur mit ganz wenig reingehen, ne? Darum geht es halt dann, ne? Und Freilaufdiode eben. Faszinierend. Ne? Mhm. Und jetzt messen wir auch gleich mal den Strom dazwischen. Ich bereite vor. Da läuft schon Leistung drüber, ne? Ja, das ist nur über die Freilaufdiode. Der Strom über die ohne geht nichts, wie gesagt. So, wenn du den jetzt belastest, wir können ja jetzt noch keine Last dran schleppen, ne? Nee, schalten. Noch hat er sich nicht. Dann geht natürlich der Strom sogar hoch. Ja? Dieser hier, ne? Ja, der geht sogar hoch. Also das Verhältnis wird sogar besser. Wir können jetzt mal gucken. Ach ja, wir haben ja auch nur einen ganz geringen.
jetzt wird es interessant. Dreht es zwar nicht mehr, jetzt haben wir hier ein halbes Ampere. Ja, ein halbes Ampere bei der Freilaufdiode. Und hier haben wir 0,2 Ampere. Ei. Verstehst du? Und jetzt musst du mit der Spannung aber hochgehen. Lieber mit der Spannung hochziehen, dann wird das der Wert immer besser. Jetzt ist das Verhältnis noch viel besser. Verstehst du, was ich meine? Wenn du jetzt mit der Spannung hochgehst, wird das noch wesentlich besser. Ne? Und er dreht natürlich auch besser. Ja klar, dann. Ne? Das ist natürlich... Ja, wollen wir es wagen mal mit 24 Volt? Wir können das wagen, oder? Ich finde das sogar. 25 Volt. Gucken, das geht nicht mehr. Gerade ging es noch. Hier zusammengekommen. Wurden. Die zwei sind nicht zusammen hier? Ja. Ne, die waren zusammen. So, so, so. Ja, das läuft auch wieder. Immer noch 400 mA. Ja, aber genau, das geht schon noch besser zu machen. Nee, da reicht die Dings nicht mehr aus. Die Pulsweite, die müsste ich jetzt noch enger kalibrieren können. Aha. Dann wäre es besser noch. Was ist das Maximalste? Ja, je höher du merkst, je höher die Spannung kommt, desto mehr kann ich jetzt. Jetzt kommen wir aber schon langsam. Ach, da regt hier schon fast, ne? Wenn er erregt, wird er natürlich besser. Das sehen. Jetzt haben wir ein Ampere. Jetzt müsste er auf der Erregung sein, ne? Na, ich erregne nochmal. Klingt noch nicht. Da dreht sich schon bei fast 1000 Umdrehungen. Ne? Das ist viel höher. Wie vorher. Haben wir die Aufschaukelung vergessen? Das ist auch, da müssen wir wirklich viel höher. Ist viel zu hoch schon. Na klar, und meine Batterien? Nee, aber die ist schon viel höher. Das sind schon über 1000. Warum geht denn da immer irgendwas ist abgeklemmt? Irgendwas stimmt da noch nicht wieder. Vorhin hat es ja auch ein bisschen gedauert, eher kam. Ne? Das hält sie irgendwie nicht. So warm. Oh, das fette Ding. 45 Ampere, 1600 Volt. Also, jetzt haben wir 24 Volt dran. Unsere Lampen leuchten. Und das Interessante ist, wenn man jetzt eine Last wegnimmt von unserem Generator, fließt weniger über unsere Freilaufdiode. Ja, das heißt also wirklich, wenn wir hier unter Last reingehen, drückt so viel mehr Strom über unsere Freilaufdiode dann wieder in unseren Motor hinein. Verblüffend. Jetzt müsste man mal genau den Strom hier messen, der hier über diese Lampen fließt. Also sehr gut, dass wir hier nochmal verglichen haben. Ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit diese 7 Watt steht hier. Ne? 7 Watt Lampe. Und haben es die ganze Zeit probiert mit Renés Ansteuerung hinzubekommen. Und waren schon so gewesen, dass er ungefähr bei 10 Watt war. Und haben gemeint, nee, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt gucken wir mal hier, wie viel die in Wirklichkeit zieht mit 220 Volt. Powerfaktor 1 hier unten und 14 Watt. 14 Watt, also sie zieht aus dem Netz doppelt so viel, wie sie eigentlich draufschreiben. So eine Sache.